Herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Heute möchte ich wieder mal was mit Blätterteig ausprobieren. Ich habe mir 2 Rollen Blätterteig gekauft und habe ein bisschen in der Rezeptwelt gestöbert und habe gefunden Pizzatasche mit Blätterteig. Und die Zutaten, die ich dafür brauche, die habe ich alle hier. Und das möchte ich euch jetzt einmal kurz sagen, was ihr dafür braucht. Und zwar brauchen wir 150 Gramm Salami, 150 Gramm Gouda-Käse, 150 Gramm Schinkenwürfel. Dann steht hier 4 Esslöffel Brunch, Paprika Peperoni. Ich habe jetzt Kräutercreme fraiche genommen und in so einem Becherchen sind ja 200 Gramm drin. Das sind jetzt, glaube ich, knapp 6 Esslöffel, aber das nehme ich trotzdem. Das ist auch schon so ein bisschen durch die Kräuter so ein bisschen würzig und so. Das reicht mir auch. Dann steht hier im Rezept 1/2 Teelöffel Oregano und 1/2 Teelöffel Majoran. Das habe ich zusammengefasst in 1 Teelöffel und habe Pizzagewürz genommen. Und natürlich 2 Blätterteigrollen. Die habe ich hier. So, als allererstes brauchen wir den Thermomix, um diese Zutaten, also den Belag zu zerkleinern, natürlich nicht für den Blätterteig. Und dafür brauchen wir einfach alles nur, jetzt bin ich schon wieder meine Waschmaschine, alles nur hier in den Mixtopf geben. So, dann haben wir hier den gewürfelten rohen Schinken. Dann haben wir hier den Käse. Da habe ich ein kleines bisschen mehr genommen. Ich glaube, das sind 200 Gramm Käse. Dann haben wir hier die Salami. Ich hoffe, mit den Scheiben, das lässt sich einigermaßen gut zerkleinern. Wenn nicht, muss ich einfach die Zerkleinerungszeit ein bisschen erhöhen. Und jetzt bräuchte ich mal idealerweise meinen Spatel, um jetzt hier das Creme Fraiche reinzugeben. Mit dem Pizzagewürz. So, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das von der Zerkleinerungszeit hinkommt. Hier steht jetzt 4 Sekunden auf 6. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber wir gucken mal. 4 Sekunden auf 6. Luken wir einfach mal rein. Im Großen und Ganzen soweit okay. Ihr seht, da ist noch eine Scheibe übrig. Da werde ich jetzt noch mal ein bisschen nachlegen, aber ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich stopfe die mal nach unten. Ein bisschen abstreichen hier. So. Wo ist mein Becherchen hier? Noch mal 2 Sekunden auf 6 nach. So. Gucken wir mal. Nein. Ja. Das gefällt mir schon. Das werde ich jetzt eben umfüllen. Endlich meine Waschmaschine ausmachen, damit die endlich aufhört zu bimmeln. Und dann machen wir gleich weiter. So, ihr Lieben, in der Zwischenzeit habe ich schon den Blätterteig auseinandergefaltet und im Rezept ist es so beschrieben, dass man einfach diese Masse auf dem Blätterteig verteilt, so häufchenweise, und dann die 2. Blätterteigplatte drauflegt. Das mache ich nicht. Ich mache jede einzeln. Und zwar möchte ich gleichmäßige Stücke haben. Deswegen falte ich erstmal den Blätterteig so übereinander. Und zwar einmal in der Mitte, habt ihr gesehen. Einmal hier in die Mitte und einmal die beiden Längsseiten übereinander. So habt ihr dann ungefähr gleich große Stücke.
So, dann nehmt ihr eure Masse und verteilt die hier auf eure Blätterteigstücke. Also wenn ich diese Masse hier so sehe, dann gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das sicherlich ein bisschen zu viel ist. So, also auf das eine Ende verteilen. So habe ich das jetzt so ein bisschen verteilt. Und jetzt werde ich mit meinem Nylonmesser hier die Blätterteigstücke mal teilen. Und jetzt werde ich das so machen, dass ich den oberen Teil hier so einschneide. Das habe ich, wenn ihr das nochmal schauen wollt, auch gemacht bei meinen Apfeltaschen. Und das ist einfach dafür da, damit der Blätterteig halt oben so ein bisschen eingeschnitten ist. Und das ist alleine nur eine rein optische Sache. So. Habe ich das übereinander geklappt? Ich zeige euch das einfach nur mal von nahem, damit ihr einmal seht, was ich meine. Ne? Und da, hier am Rand, wo der Blätterteig übereinander klafft, drücke ich das erstmal ein bisschen mit dem Finger dran. Und wo ist meine Gabel? Oh, schon wieder in der Spülmaschine. Ein kleines Gäbelchen. Und dann drücke ich das so ein bisschen am Rand auch nochmal fest. Das sieht optisch dann auch noch mal ganz schön aus. Und dann nehme ich das und packe das hier rüber. Entweder macht ihr das auf euer Blech oder ihr macht das auf euren Stein, wenn ihr so einen Stein habt wie ich. Und mit den anderen 7 übrig gebliebenen Stücken verfahren wir genauso. Das heißt, hier oben einschneiden, dann rüberklappen, den habe ich ein bisschen mehr befüllt als den anderen, das merke ich schon. So, dann drücke ich es ein bisschen mit dem Finger am Rand fest, dann mit der Gabel nochmal, wenn man dann so ein schönes Muster da drin hat. Und dann einfach wieder rüberpacken. Die erste Lage Blätterteigtaschen ist jetzt fertig hier auf dem Stein. Und dann nehme ich jetzt hier mein verquirltes Ei, streiche das ein und dann schiebe mir das im Backofen. Den habe ich übrigens vorgeheizt. 200 Grad Ober-Unterhitze. Und ja, Backzeit müssen wir gucken. Ich schätze an die 20 Minuten oder auch ein bisschen länger. Also wie gesagt, bis zur gewünschten Bräune, wie ihr das gerne hättet. Ne? Schön einstreichen und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die erste Schore frisch aus dem Backofen kommt. Minuten sind jetzt bei mir rum. Jetzt hole ich euch so, hol ich raus. Wir machen und halte euch das mal unter der Nase. Das sieht sehr gut aus. So, und die anderen packe ich jetzt direkt in den Ofen wieder rein, damit die auch gleich fertig sind. So, jetzt mache ich mit dem Fuß, mache ich jetzt hier die Backofentür auf. Ja, eingebaute Fernbedienung. So, nächste Schore rein. Jetzt lasse ich das ganz kurz, 2-3 Minuten hier auf dem Stein liegen und hole mir dann hier meinen kleinen... Oh, mein ganzes Ding ist hier voll, glaubst du? Vor lauter Zeugs weiß ich gar nicht mehr, wo was ist hier. Da hinten ist er. Ein kleiner Servierheber. Dann hole ich das gleich runter und pack das da hinten auf den Kuchengitter zum Abkühlen. Und probieren tun wir sie nachher natürlich auch. Das muss natürlich sein. Sehen wirklich toll aus optisch, muss man wirklich sagen. Das sieht richtig schön aus mit diesem eingeschnittenen. Aber das ist erstmal zweitrangig, es muss es erstmal schmecken und das müssen wir nachher erstmal testen. Bis gleich dann also.
Da hinten habe ich die erste Lage der Pizzataschen liegen. Die zweite ist noch gerade am Backen. Und hier habe ich mir schon mit einem halben Gestrüpp Basilikum, damit es ein bisschen ansprechender aussieht fürs Auge, obwohl es ja so schon toll aussieht, jetzt eine Pizzatasche auf den Teller gelegt. Und die wird noch relativ heiß sein, deswegen vorsichtig probieren. Also das ist das erste Mal, dass ich jetzt was mit Blätterteig mache, was herzhaft ist, sonst war das immer nur süß. Aber ich muss sagen, auch das Herzhafte schmeckt wirklich richtig gut. Ich finde, das ist immer so eine schöne, tolle Sache, die man mal eben so schnell zwischendurch machen kann, wenn zum Beispiel mal Besuch ansteht oder der schnelle Hunger kommt. Und ich finde, das sieht optisch immer so richtig toll aus und es schmeckt dabei auch noch super. Also mir schmeckt. Ich esse ja eh gerne Pizza und so ein Krams und sowas hier. Kommt mir dann immer ganz gelegen. Also wirklich richtig, auch richtig schön würzig. Also bloß nicht zusätzlich noch nachwürzen. Also dieser eine Teelöffel Pizzagewürz, den ich jetzt genommen habe, der reicht wirklich aus, weil ja auch die Salami und der rohe Schinken schon salzig und auch würzig genug sind. Schöne fettige Finger natürlich. Richtig gut. Ich halte euch das Rezept nochmal hier in die Linse. Pizzatasche mit Blätterteig. In der Infobox werde ich euch das natürlich auch verlinken. Das findet ihr also hier bei YouTube unterhalb des Films. Da habt ihr doch diese Gefällt mir, diese Daumen rauf, Daumen runter und dann steht unter anderem auch veröffentlicht an. Und da kann man mit so einem Pfeil, kann man dieses Feld öffnen und da sind dann so verschiedene Infos drin, die ich dann da reinsetze. Zum Beispiel meine Homepage und so weiter und unter anderem auch den Link zu diesem Rezept. Ja, okay, wir stehen nämlich jetzt kurz vorm Mittagessen. Wenn die andere Schnur fertig ist, dann hauen wir hier alle rein und die anderen müssen jetzt noch eben warten, bis das fertig ist. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr Bock, das mal nachzumachen. Und ja, ich habe noch so einiges an anderen Rezepten hier liegen, die ich in der nächsten Zeit noch vorhab zu machen. Ein paar richtig schöne Sachen dabei. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Macht es gut!